miteinander leben, betreut für den Enzkreis 10 Recyclinghöfe. Die wäre Birgefeld, Straubenhardt, Keldern, Königsbach, Niefern, Mühlacker, Neulingen-Ispringen, Wurmberg und Friolsheim. Für uns beginnt der Tag morgens als Gruppenleiter mit einer kleinen Besprechung. Da wird eingeteilt, wer wohin geht. Also ein normaler Ablauf hier ist, wir schließen das Tor auf, die Leute kommen rein, präsentieren uns ihre Ware, die sie loshaben wollen. Da kommen Leute mit einem Hänger, da sehen sie alles, was sie nur sehen wollen. Von Metall über Keramik, Elektrogeräte, alles hineingeschmissen in den Hänger oder in Kisten. Und das muss halt alles sortiert werden, alles peinlichst genau raus. Es muss ja getrennt werden und soll ja getrennt werden, denn im Enzkreis herrscht ja auch Trennpflicht. Das vergessen viele Leute, weil wir wissen ja selber, was mit der Umwelt passiert. Und ich bin vor 12. Wir tun unser Möglichstes, dass der Ablauf so schnell wie möglich vonstatten geht. Ist auch in unserem Interesse, aber eine gewisse Zeit braucht man halt, um Hänger abzuladen. Es kommt sehr häufig vor, dass Leute allein kommen, vor allem auch ältere Leute. Und die sind dann froh und dankbar, wenn sie sehen, dass also eigentlich sofort jemand dasteht und ihnen behilflich ist. In unserem Team sind ja mindestens 2 Menschen mit Behinderung. Und mancher hat diese Fähigkeit und der andere die andere Fähigkeit. Der eine ist zum Beispiel beim Kartoncontainer, da geht er voll auf und stapelt es bis zur Perfektion. Und der andere sortiert lieber Dinge. Wir brauchen ja verschiedene Talente hier. Und die Leute gehen voll auf und fühlen sich im Team eigentlich pudelwohl. Also für uns Teamleiter ist es manchmal schon anstrengend, mit Menschen zu arbeiten, mit Behinderung. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo es wahnsinnig toll und gut, kann man ehrlich sagen, ja? Wie das Leben so ist.